Klar. Hi, ich bin der Sam. Rüdiger hat ja angekündigt, dass ich dass wir das etwas anders darstellen wollen. Es geht um die Frage, was kann man mit der Technologie machen, abseits sozusagen der reinen Spekulationsgier, die durchaus berechtigt ist, weil letztendlich ist Spekulation gehört eben zum Kapitalismus, das muss man sich auch mal klar machen. Und als erstes würde ich euch bitten, vielleicht ein bisschen da rauszukommen aus dem ganzen sehr herausfordernden Talk von Rüdiger. Ich freue mich schon, wenn du sagst, das kann noch tiefer gehen. Vielleicht mal kurz die Augen zu schließen. Also ich mache auch nichts Verrücktes, aber ich würde euch bitten, vielleicht kurz wirklich mir mal den Gefallen zu tun, die Augen kurz mal zu schließen. Weil ich glaube, dass es die einzige Möglichkeit ist, wie man visualisieren kann überhaupt noch, was eigentlich Energie bedeutet. Ja? Weil wir Energie eigentlich wie Luft als gegeben betrachten. Und wir benutzen Energie hier für dieses Mikro, wir haben Licht. Ich bin heute mit dem ICE hier hergefahren, ein Energiemonster sozusagen, ja, was das verbraucht. Und wir machen uns viel zu selten bewusst, was Energie bedeutet. Nämlich den Anfang aller Produktivität. Ihr könnt gerne die Augen wieder aufmachen. Und dieser Anfang aller Produktivität, ne, ist, worum es geht, der Mensch verwehrt wird. Und ich sage immer, ohne Energie hat man nicht nur kein Licht, ohne Energie hat man keine Zukunft. Ja? Und wir reden immer über Mauern und über Leute, die man im Mittelmeer lieber absaufen lassen sollte, damit nicht noch mehr kommen. Aber wir reden überhaupt nicht darüber, was eigentlich das Problem ist, dass diese Menschen nämlich keine Zukunft haben. Und allein auf dem Kontinent Afrika gibt es 600 Millionen Menschen, die keinen stabilen Zugang zu Energie haben. Ja, und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und wir haben gelernt, dass die Ansätze, die wir verfolgt haben für 6 Dekaden im Bereich der Entwicklungshilfe, sozusagen nicht die Tragfähigkeit gebracht haben, die wir wollten. Ja? Und ich glaube, was mir Bitcoin beigebracht hat, also wo es mir die Augen geöffnet hat, ist, es eine Möglichkeit gibt, Menschen global über alle Kulturen hinweg zu motivieren, tatsächlich zu Handlungen zu bewegen. Eben aber nicht mit Nudging, sondern total ökonomisch, der Profit nämlich. Ne? Weil Bitcoin wird überall, wo Menschen sich Rechner leisten können, Rechner hinstellen können, wird es benutzt. Ja? Und Profit ist das Einzige, was Menschen dazu bewegt, zu handeln anscheinend. Ja? Wenn wir uns über Korruption aufregen im Süden der Welt, das ist nichts anderes als das Streben nach Profit. Ich glaube, das ist sozusagen das, was für mich eine wichtige Erkenntnis war, dass wir eben mit Spenden nicht weit gekommen sind, dass aber eben die Möglichkeit, ökonomische Anreize nachzudenken, so wie Bitcoin sozusagen mit ökonomischen Anreizen es geschafft hat, ein System funktionieren zu bringen, bei dem sich viele Leute hassen, anzugucken. Und dann ist es das andere, was Rüdiger gesagt hat, worüber wir uns auch zu wenig Gedanken machen, sind technologische Übersprünge. Ja, Leapfrogging, wie die Amerikaner sagen. Ist, was sozusagen Technologie für eine Wirkungsgewalt entfachen kann in anderen Regionen als in gesättigten Märkten wie bei uns. Du hast das M-Pesa-Beispiel gebracht, also das mobile Geld in Kenia, ja, also das mit SMS, sozusagen auf der Basis der SMS Nachrichtenübermittlung gestartet ist. Heute werden 40% des Bruttoinlandsproduktes von Kenia über M-Pesa abgewickelt. 40% des Bruttoinlandsprodukts mit SMS-Technologie. Ja? In China werden in Shanghai mittlerweile an den Hotels Handys ausgegeben für uns Europäer und Amerikaner, die zu blöd sind, die Apps zu haben, die man braucht, um überhaupt noch irgendwas kaufen zu können, wie WeChat und Alipay. Weil du damit ohne diese Apps nicht mehr bezahlen kannst. Du kannst in Shanghai einfach nicht mehr wirtschaftlich aktiv sein, ohne 2 Apps, die wir nicht haben. Ja? Und das sind eigentlich Messenger-Systeme, haben die gestartet. Ne? So wie das WhatsApp, das wir benutzen, um die Kinder zu koordinieren. Und
es geht nicht um richtig oder falsch, es liegt daran einfach, dass wir müssen uns bewusst machen, dass dadurch, dass wir in so hoch saturierten Märkten existieren, leben, Gott sei Dank, ja, sonst könnten wir uns hier nicht unterhalten, entwickeln neue Technologien bei uns nicht ihre eigentliche mögliche potenzielle Wirkungsgewalt. Sie entwickeln aber die Wirkungsgewalt woanders und da müssen wir hinschauen. Und da müssen wir auf die Technologien schauen und die dort zum Einsatz bringen. Und last but not least, ich glaube, also nicht nur ich, aber möchte nochmal darauf hinweisen, dass eben es auch nicht ein Zufall ist, dass China seit 10 Jahren intensiv und extensiv in Afrika investiert. Ja, was wir in den 90er Jahren mit den Tigerstaaten in Asien beschrieben haben, sozusagen aufstrebende Ökonomien, das beginnt gerade auf dem afrikanischen Kontinent. Ob das Nigeria ist, ob das Ruanda ist, ob das Kenia ist, in unterschiedlichen Facetten, natürlich auch in einzelnen Punkten nur, wie die großen Metropolen. Aber die Wachstumsraten, auf die alle Spekulanten so gierig sind immer, die werden in Afrika realisiert werden. Ja, also nochmal, Leapfrogging, also das Thema Übersprünge durch Technologien für Gesellschaften, sozusagen das Verlassen unserer linearen Entwicklung, die wir bisher immer versucht haben, rüber zu kopieren, sondern sozusagen zu ermöglichen, dass andere Regionen, andere Gesellschaften gewisse Entwicklungssprünge unserer Entwicklung, praktisch Entwicklungsschritte unserer Entwicklung überspringen. Ja, das muss man sich einfach bewusst machen, wie krass das ist. Ja, und Mobile ist wirklich, also die Erfindung der Handys ist so eine noch gar nicht realisierte, verrückte Geschichte. Also du siehst auf dem afrikanischen Kontinent, selbst in den größten Lagern, in den größten Flüchtlingslagern auf dem Kontinent haben die Menschen Handys und WhatsAppen. Ne? Und das zeigt einfach nur, welche Gewalt, welche Gewicht das auch schon in den Kulturen hat, diese Geräte zu besitzen. Gut, und wir sind eine Gruppe auch von, ich sage immer, wir sind eine Fusion. Wir haben einmal Aida und Thorsten Schreiber, zwei sehr nachhaltig, ökologisch orientierte Gründer von Africa Green Tech. Da kommen wir gleich zu dem Unternehmen. Und wir haben Shebnem Rusiczka, die aus dem Peer-to-Peer-Bereich Energiesysteme kommt, 10 Jahre bei Siemens da, sich mit Peer-to-Peer-Systemen auseinandergesetzt hat. Mitbegründerin des Bundesblocks hier zu Blockchain und eine Koryphäe im Bereich der Informatik zu Energiesystemen, natürlich eine Informatikerin und eben meine Wenigkeit, Sam. Und mittlerweile auch viele andere, die uns unterstützen. Und ich sage immer, was uns eint, ob Ökologen oder eben Krypto-Freaks, ist, dass wir glauben, dass jeder Mensch auf diesem Planeten das verdammte Recht hat, selbstbestimmt und frei zu leben. Nicht wahr? Und wir glauben, wir haben jetzt die Technologien einfach, um das zu bewerkstelligen. Und diese Fusion, diese Vision nennen wir das Sun-Protokoll, nämlich über Energie und die Nutzung der Blockchain-Technologien zu selbstbestimmten Ökonomien zu kommen. Worüber reden wir? Also wir reden darüber, dass wir mit solarer Energie, mit Solarkraftwerken sozusagen Energie erzeugen können, dass wir mit dieser Energie, mit dem Überfluss, den wir dort haben, eben auch gleichzeitig auch Sekundärprodukte wie Kühlung und Wasseraufbereitung sozusagen darstellen können. Wir können über ein Darmstädter Unternehmen über Satellitenverbindung auch Internet herstellen und das alles sozusagen ganz normal als Utility Business, also sprich ein ganz normaler Versorger. Ne? Das ist der erste Schritt. Das gibt es schon. Ja? Ich erzähle euch jetzt hier Faden verloren. So, dann der zweite Schritt ist eigentlich der interessante, wo es uns umgeht. Und zwar, wie bauen wir eigentlich ein System auf? Ne? Also wie kommen wir zu einem Token, also einer digitalen Münze, die für eine Gemeinschaft intrinsisch eine Bedeutung erlangt? Und wir glauben, ganz ähnlich, Rüdiger hatte es auch erwähnt, ich lehne mich da ein bisschen weiter raus immer, ich glaube, der Goldstandard ist einfach ein historisches Faktum. Das hat nichts mit, also Gold ist jetzt unser Kulturkreis und der,
das am meisten in vielen Kulturkreisen sozusagen genutzte Standardobjekt. Es gab aber auch eben Kulturen, die Muscheln benutzt haben. Es gab Kulturen, die komische runde Steine benutzt haben. Es gab Kulturen, die Mais, Salz, alles. Ne? Alles, was für eine Gemeinschaft einen Wert hat, an den die Gemeinschaft gleichmäßig glaubt, ist etwas, was die Grundlage von Geld werden kann. Ne? Nämlich ein Tauschmittel für andere Dienste und Produkte. Zurück zu uns, also wir können dank der Technologien heute auch messen, sozusagen, wie Strom verwendet wird, von was er verwendet wird, ob er von einem Fernseher verwendet wird, ob er von einem Kühlschrank verwendet wird oder eine Nähmaschine. Man kann dementsprechend sozusagen davon reden, dass man zu klärenden Definitionen nach mit den Gemeinden jeweils unterscheiden kann zwischen reiner Nutzung von Strom für Entertainment und reiner und Nutzung von Strom für Produktivität. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir führen ein Bonussystem ein, das im Grunde genommen für die Nutzung des Stroms unterschiedlich incentiviert. Ja? Das heißt, für produktive Stromnutzung können wir höhere Incentives geben als für unproduktive. Das wird man alles mit den einzelnen Gemeinden, mit den einzelnen Menschen klären müssen. Aber Fakt ist, wir können den Stromverbrauch incentivieren. Durch ein ganz einfaches System, ein Bonussystem, das auch jetzt schon in Afrika bekannt ist durch die Mobilfunkanbieter. Also dadurch, ja, und das ist jetzt, glaube ich, das Wichtige, gewinnt dieser Token einen fixen Wert. Nämlich einen fixen Wert in Kilowattstunden. Jeder, der im Dorf mit dem Stromanbieter mit dem Token in Berührung kommt, Interaktionen hat, lernt mit der Zeit die Sicherheit, dass dieser Token immer denselben Wert in Kilowattstunden repräsentiert, weil er nämlich eingetauscht werden kann dafür. Und das, glauben wir, ist im Grunde genommen der Energiestandard, der dazu führen wird, aus unterschiedlichen Gründen, die wir gar nicht klären müssen, dass Menschen in die Lage kommen werden zu sagen, Mensch, ich habe entweder zu viele Token, ich habe zu wenig Geld, ich traue meiner Währung nicht, was auch immer. Ich habe hier Token, ich will von dir die Papaya, nimm doch den Token. Ja, und dann haben wir im Grunde genommen den natürlichen Übersprung, dass die Menschen sozusagen eine eigene Regionalwährung, nennen wir es mal, intrinsisch hervorgebracht haben. Ja, und Ziel ist natürlich dann, wenn diese Transaktionen beginnen, kann man dann auch mit Transaktionsgebühren arbeiten und Incentivierungen sozusagen wie der Bitcoin sozusagen hervorbringen, um damit Rechner zu finanzieren, um hinten die berechtigte Frage zu der Verteilung von Rechnern auch gleich anzugehen. Und dann baut man eigentlich eine Dorf-Blockchain auf, in der Hand von den Menschen, die dort leben, pro Dorf. Und man kann es dann den Menschen überlassen, ob sie sich verbinden wollen mit weiteren Dörfern, ob sie sich verbinden wollen mit der Welt. Ne? Und wenn dann ein Nestle oder ein Walmart oder ein Aldi einkaufen will, dann kann er das auf Grundlage einer Blockchain machen, die eben dort existiert, wo die Leute sind, wo die Erzeuger sind. Und nicht mit seinem System, in seinem SAP, wo er sozusagen die Macht über die Daten und die Zahlen hat. Ja? Das ist unsere Vision. Das ist das Sun-Protokoll im Grunde genommen. Ich sage immer, es ist die Summe aller Maßnahmen, die es braucht, die validiert werden müssen, um selbstbestimmte Ökonomien zu erreichen. Und das Schöne ist, wie ich sagte, den Grundbaustein, den gibt es schon von Africa Green Tech, unseren Partnern, die diese Anlagen herstellen, die bis zu 80.000 Kilowattstunden im Jahr herstellen können. Und am Anfang heißt das, dass wir bis zu 400 Haushalte damit sozusagen bedienen können. Und nur mal, weil ich jetzt vor ein paar Wochen in Mali, in Westafrika war, wenn es auch verschwommen ist, das ist aber ein schönes Beispiel einfach, wie stark das ist. Ja? Also weil wir bei Blockchain, in der Kryptowelt über so viele Sachen reden, die nicht existieren. Hier hat ein Dorf, weil es sonst nicht den Zugang zu dem Kraftwerk bekommen hätte, das Stromnetz selber gebaut. Und die haben eine alte Methode gefunden, Masten zu bauen. Ja? Und ich meine, das treibt einem fast die Tränen in die Augen, wenn man dann da ist und das sieht und hört, was die alles getan haben, um dahin zu kommen, diese Masten zu bauen. Und mit der Folge, dass die eben aber so sind, dass man mit den Steigeisen da nicht so richtig mehr hochkommt, ne? Weil die einfach nicht so glatt sind, wie die Steigeisen das planen. Aber
Menschen bauen einfach komplette Netze in ihren Dörfern auf, wenn sie die Zusage bekommen, solaren Strom zu kriegen. Ja? So sieht es normalerweise aus. Das heißt, man schafft auch Arbeitsplätze vor Ort. Die Menschen sozusagen kriegen Jobs, mit denen sie selbstbestimmt dann auch weiter sich entwickeln können. Hier ist einfach, nur mal, einfach um ein Bild zu geben, wie die Realität ist schon. Ja? Hier, das ist so ein Solarthema auch in Mali, bei einer Feier, wo eine Einweihungsfeier, wir haben nicht mal was geliefert. Also es wurde noch nicht mal der Strom angeknipst. Ne? Und die Menschen feiern das schon so empathisch, so also es ist unbeschreiblich. Und hier, das sind dann die Kunden. Ne? Das ist ein Friseur, das sieht man nicht so gut. Ja? Hier sieht man die ganzen verschiedenen Frisuren, die man so sich machen kann. Und hier mein Lieblingskunde, ein Schweißer. Ja? Der stinksauer war, dass nachts werden die gewerblichen Kunden abgeschaltet, weil man sonst mit den Batterien nie hinkäme. Und so ein Schweißer sowieso wird die Batterie eh ganz schnell zum Erliegen bringen. Das heißt, nachts dürfen eigentlich nur Privathaushalte die Batterien nutzen und tagsüber eben. Und der hatte sich ja sehr, sehr schön einfach beschwert. Und das hat mir gezeigt, letztendlich, ne, wenn man wegkommt von diesem Entwicklungsgedanken, es ist einfach ein Unternehmer. Der will einfach Strom. Das ist ihm scheißegal, wo der herkommt. Ja, der hat genug Aufträge, um bis 23 Uhr zu arbeiten, dann will er bis 23 Uhr arbeiten. Das kann man lösen. Aber wenigstens ist er schon tagsüber jetzt auf Solar. Und das darf man nicht vergessen, wenn da kein solarer Strom wäre, die Art und Weise, wie in afrikanischen Dörfern, Subsahara-Afrika, wo es die größte Sonneneinstrahlung gibt, mit auf dem Planeten, die Art und Weise, wie da Strom hergestellt wird, sind Dieselgeneratoren. Ja? Sind alte Dieselgeneratoren aus Autos oder LKWs ausgebaut und einfach hingestellt, ohne Auspuff, ja? Die da einfach rattern und tattern. Und wenn man durch die Hauptstädte dort fährt, ist so ein Dieselgestank, dass die ganze Diskussion, die wir hier führen, so absurd einem erscheint. Das kann ich gar nicht beschreiben. Ja? Und die ganzen 190er und andere, alle anderen alten Benz fahren in Bamako, ja, herum und sprühen alles raus von weiß bis schwarzem Rauch. Und wir reden hier über, diskutieren andere Dinge. Und das ist auch ganz spannend, einfach nur nochmal, weil es oft so ist, dass Menschen einfach mir nicht glauben, dass diese Übersprünge stattfinden, dass diese Realität gerade im Entstehen ist. Ne? Man fährt an irgendeiner Straße vorbei und klar, die verkaufen Satellitenschüsseln, weil die sich leisten können, auch Fernsehglotzen. Aber da sind auch die Module jetzt. Ne? Also es beginnt einfach, sich zu ändern. Und mal zum Schluss, auch nochmal, um Rüdiger zu unterstützen, selbst ganz knapp oberhalb der Subsistenz, also oberhalb dessen, wo man gerade so für sich genug hat und ein bisschen Überschuss produzieren kann, stehen die Menschen da und tippen Guthaben für ihr Handy ein. Ja, und das ist die Realität. Und wir glauben beim Sun Protocol, dass wir jetzt die Technologien haben, um diese Menschen noch weiter zu befähigen, sich sozusagen dank der Technologie zu befreien. Und wir glauben nicht, dass die 600 Millionen oder wir hoffen, dass die 600 Millionen nicht eine Herausforderung sein werden für unsere Generationen, sondern eben ein Potenzial haben, die Welt zu verändern. Und das war's. Mein Name ist Sam, das ist das Sun Protocol und wir freuen uns über jede Unterstützung. Alles klar. Alles klar. Vielen Dank für deinen Vortrag. Gibt es dazu noch Fragen? Dann komme ich zu euch. Müsst ihr mir nur kurz ein Handzeichen geben. Hier vorne? Nicht nur, weil ich für die Energiebranche mal gearbeitet habe. Wo braucht ihr noch Hilfe? Immer Geldmittel, also Mittel, ja, Geld, Funding, also Spenden, nicht Spenden, also Investitionen jeder Art, aber eben auch auf dem Weg dahin zu kommen, Kontakte, Feedback und natürlich auch in der Entwicklung, also man kann nie genug Tester und Entwickler haben, die Dinge sozusagen sich genauer anschauen. Die Trommel rühren, also helfen sozusagen, dass Leute mitbekommen, dass es zum einen die Welt sich bewegt, während wir hier debattieren. Ne? Das ist auch ganz wichtig, das ist ja auch ganz richtig, dass wir über Sachen reden, dass wir über gesetzliche Dinge reden. Aber ich sage immer, es ist kein Zufall, dass Facebook, Google und alle anderen sich dort entwickelt haben, wo niemand nach Gesetzen geguckt hat.
Ne? Und jetzt stehen wir hier und sie kontrollieren unsere Daten und nicht mehr unser Gesetzgeber. Ja, also man muss halt auch gucken, einfach, dass man irgendwann mal aufhört zu debattieren und einfach ins Machen kommt. Sonst debattiert man sich halt dann ins Aus. Alles klar. Noch weitere Fragen da vorne? Hi, du hast ganz viel von Incentives geredet. Ich nehme an, das sind Anreize. Ja, sorry, genau. Incentives ist das englische Wort für Anreiz und Anreizsysteme, genau. Und es wird in der Blockchain-Logik sozusagen oder in der Kryptowelt, also ne, der Bitcoin funktioniert im Grunde genommen, indem er abseits sozusagen der Kryptographie und der Technologie es vor allem geschafft hat, ein ökonomisches Anreizsystem so zu bauen, dass die verschiedenen Akteure durch die Anreize dazu neigen, sich systemkonform zu verhalten, obwohl sie sich eigentlich hassen. Ja. Und was ist jetzt der Unterschied zu Nudging? Nudging, das ist der ökonomische sozusagen, das ist der rein, also die Incentives, wenn ich das sage oder von ökonomischen Anreizen spreche, dann meine ich wirklich ganz platt wirtschaftlich nutzbare Werte, also Geld machen oder Geld akkumulieren, also mehr davon haben, während bei Nudging es eigentlich darum geht, dass sozusagen durch die Gestaltung von User Interfaces, also von UX, UI, also von Frontend, Buttons und Pop-ups und so weiter, du zu einem Verhalten animiert wirst, das du gar nicht so bewusst eigentlich vorhattest. Ne? Also wenn du jetzt ein Hotel buchst, dann steht da, oder bei Airbnb ist das, glaube ich, ganz toll, da steht da immer, 5 andere gucken sich gerade jetzt diese Wohnung an. Ja, und dann denkst du so, ne? Und das ist auch schon ein bisschen, ne, ist auch Nudging. Weil im Grunde genommen wirst du sozusagen unterbewusst in die Stresssituation zu versetzt, jetzt eine Handlung zu vollführen. Aber du hast keinen ökonomischen Anreiz durch Geld, sondern dein Anreiz ist einfach, dass du Angst hast, die Wohnung sonst nicht zu kriegen. Okay. Und dann meine eigentliche Frage war, du hast geredet von, also du hast gesagt, dass man mit Hilfe von Smart Meters entscheiden soll, was sinnvolle und unsinnvolle Benutzung von Strom ist. Und dass das die Leute irgendwie selber entscheiden sollen, wie sie das machen wollen. Könntest du dazu einfach ein bisschen mehr genauer erklären? Weil ja, also ich bin ja nicht allein, wir sind ein Team und wir haben im Team diese Diskussion. Also es ist möglich, sozusagen über Disaggregation nennt man, also man kann in dem Stromrückfluss, also im Rückfluss des Stroms mit den Smart Metern, mit der Zeit lernen, welche Geräte sozusagen welche Muster hinterlassen. Ne? Und das heißt, man weiß, welcher ab einem Smart Meter tatsächlich was für ein Gerät den Strom verbraucht hat. Jetzt kann man sagen, wenn das eine Nähmaschine war, dann war das eine produktive Geschichte. Ne? Ob das jetzt für andere war oder für einen selber, egal, es war etwas Produktives. Dann lass uns das doch mehr belohnen, denn wenn wir Produktivität höher belohnen, im Sinne von Token, die ja wieder Strom repräsentieren, dann geben wir ja sozusagen der ganzen Produktivitätsentwicklung Schübe. So, jetzt gibt es die andere Seite, mich. Und die Seite, meine Kollegin sagt auch mit Recht, das kann sie messen. Ne? Sie ist Informatikerin, sie sagt, das kann ich messen, da kann ich was programmieren, läuft. So, und dann gibt es die andere Seite, mich, der sagt, okay, aber du musst ja mit den Leuten erstmal reden, ob die das wollen. Das ist doch so eine deutsche Sache, ne? Produktivität ist gut, geil. Ja, hat uns hierher gebracht. Also super, ja, weil, wie gesagt, sonst könnten wir nicht so schön reden. Aber andererseits hat der Planet auch einige Probleme, die mit unserem Produktivitätsglauben zu tun haben. Ne? Also insofern ist der Kompromiss, dass man immer mit den Gemeinden redet. Man muss ja eh mit denen reden, wenn man da reinkommt. Also ne, man kann nicht einfach da hingehen und so ein Ding da hinstellen und dann verkauft man Strom. Das ist die Sensibilisierung, sozusagen die Arbeit, Menschen da zu erläutern, ist relativ aufwendig. Und im Zuge dessen würde man auch versuchen, sozusagen zu klären, ob solch eine Produktivitätsbelohnung adäquat für die Gemeinschaft ist, um die es geht. Weil es geht ja auch um Selbstbestimmung. Alles klar. So, uns fliegt so ein ganz bisschen die Länge des Abends um die Ohren. Deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt noch eine Frage und dann würde ich euch bitten, das hinterher zu klären. Und da wir sowieso gerade heute bei den ganz großen Fragen sind, um die geht es dann auch gleich nochmal im nächsten Talk. Und deshalb, ich habe jetzt auf meiner Liste noch Rainer. Letzte Frage, letzte Antwort und dann machen wir weiter. Dankeschön. Ja, sehr interessant alles. Ich gehöre aber eher nicht zu den Menschen, die bei der Überlegung nach der besseren Welt nach China oder in die USA gucken. Da unterscheiden wir uns vielleicht ein bisschen. Meine Frage ist,
Gibt es ein mobiles Bezahlungssystem in irgendeinem afrikanischen Land, was auf Blockchain basiert? Weil die Verfahren, die ich kenne und die ihr bis jetzt angesprochen habt, das sind einfach SMS-basierte Zugänge zum normalen Bankensystem. Also exakt, im Moment gibt es zumindest keins mit nennenswerten Kunden. Ja, es gibt sicherlich etliche Überlegungen, das zu machen. Und es ist tatsächlich, also erstmal sind die mobilen Bezahlsysteme was Tolles gewesen, weil sie Menschen überhaupt erstmal, es gibt ungefähr 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die überhaupt keinen Zugang zu Finanzsystemen haben. Ja? Und die eben über solche Systeme überhaupt erstmal in die Lage kamen, Transaktionen und Sparen und Kredite überhaupt wahrnehmen zu können in einem Maßen. Ja? Und so. Wunderbar. Jetzt gehören diese Konzerne, also diese Start-ups, ehemaligen oder wie auch immer, mittlerweile gehören die halt 2 Konzernen. Das eine ist Vodafone und das andere ist Orange, ne, also der französische Telekom-Gigant. So, jetzt haben wir also auf dem afrikanischen Kontinent so Zustand, dass überall mobiles Geld entsteht, das 2 europäischen Konzernen gehört. Ja? Und das ist halt dystopisch, finde ich. Ja? Und mit China und USA meinte ich, haben wir uns missverstanden. Also ich beurteile niemanden. Also alle sind toll und alle sind scheiße. Das ist, ne, also es gibt sich die Waage. Ja, also, und die Idee ist im Grunde genommen, eine tatsächlich dezentrale Blockchain zu schaffen, die sozusagen in Dörfern beginnt und nicht global, ja, und dann auch die Möglichkeit zu haben, eben entsprechend ein mobiles Payment zu haben, das auf Blockchain basiert. Aber man muss halt immer eins nach dem anderen gehen. Ja. Nur ganz kurz dazu noch... Aber wirklich ganz kurz, ja? Nochmal, es sind wichtige politische Sachen. Ich habe es vorhin auch gesagt, also es gibt viele Leute, die sagen, ah, siehst du, mit ein bisschen Mobilpayment und europäischen Firmen und so weiter, gibt es eine Marktentwicklung, wo es den Leuten besser geht. Und da muss ich sagen, das muss kritisch politisch verfolgt werden. Was jetzt mir in der Sache wirklich wichtig ist, zu sagen, wir haben in dieser Bitcoin-Welt, also in der Blockchain-Welt, wirklich Möglichkeiten auf die Anforderungen, die auch Sam formuliert hat, die wir auch formulieren, Richtung Datenschutz, Richtung bessere Zentralisierung, Richtung wirklich autonome Systeme von unten wachsen lassen, haben wir durchaus Tools, aber es wäre sinnvoll, mal kurz mit den Mathematikern zu reden, weil dann hätte man solche Entwicklungen wie bei Bitcoin, dass es dann wirklich sehr stark zentralisiert wird, hätte man wirklich mit ein bisschen besserer Krypto verhindern können. Alles klar. Danke nochmal, Sam. Danke auch nochmal an Rüdiger, der das hier auf die Beine gestellt hat. Vielen Dank.